Hallo ihr Lieben, heute möchte ich einen Tipp mit euch teilen. Wieder mal im Auto, aber es ist leider so, dass ich meistens nur im Auto dazu komme zu filmen. Und zwar geht es um die Anregung der Milchbildung. Das braucht man als stillende Mutter vor allem, wenn das Kind so Wachstumsschübe hat, was ja fast alle 4 Wochen vorkommt. Und ich habe da ein Rezept von einer Bekannten bekommen für ein Getränk, was die Milchbildung anregt. Und ich muss sagen, bei mir funktioniert das ganz gut. Ich trinke es auch ganz gerne. Und ich zeige euch jetzt, wie man das zubereitet. Ihr braucht einen großen Topf, am besten auch gleich einen passenden Deckel dazu. Dann 50 Gramm Rollgerste. Ich habe hier ja ganz normale Rollgerste im Supermarkt gekauft. Und 2 Liter Leitungswasser. Es kommt einfach das Wasser in den Topf. Die Rollgerste dazu. Und das Ganze wird jetzt 1,5 Stunden lang gekocht. Also soll wirklich 1,5 Stunden lang durchgehend kochen. Ich zeige euch dann, wie es aussieht. So sieht es jetzt aus, wenn das kocht. Und ja, der einzige Nachteil ist, dass es wirklich ewig dauert. Aber es regt auf jeden Fall die Milchbildung an. Also einfach 1,5 Stunden lang kochen lassen. So sieht die Konsistenz mittlerweile aus. Es sind jetzt noch 40 Minuten to go. So sieht die Brühe fertig aus. Also nicht sehr appetitlich, aber ja, es wirkt auf jeden Fall. Und jetzt müsst ihr das eigentlich nur noch durch ein Sieb in einen Krug laufen lassen und dann in den Kühlschrank stellen. Ich mache das mal. Ich habe das jetzt durch das Sieb gegeben und hier seht ihr noch die Rollgerste. Das kann man auch noch gut ausdrücken. Und so sieht dann dieser Trunk aus. Bevor ich ihn in ein Glas schenke, rühre ich ihn immer um, weil da unten setzt sich immer so ein wenig ab. Und ich zeige euch jetzt gleich, wie ich das trinke. Wenn das Getränk abgekühlt ist, ich trinke es nämlich ehrlich gesagt lieber kalt als warm. Warm finde ich es ja nicht so besonders. Dann kommt noch ein Teelöffel Honig dazu. Da könnt ihr irgendeinen Honig verwenden. Und ein Schuss Apfelsaft. Das ist dann einfach für den Geschmack. Mit Fruchtsäften, wenn man stillt, soll man sowieso aufpassen, aber dieser Schuss Apfelsaft hat jetzt meinen Sohn nichts gemacht, also das kann ich ohne nachzudenken trinken. Und ja, zum Süßen noch einen Löffel Honig. Der löst sich dann auch auf. Und ich muss sagen, es schmeckt gar nicht so schlecht, wie es aussieht. Also man kann es ohne weiteres trinken. Ich kann nur sagen, es schmeckt nicht so schlecht, wie es aussieht. Und es regt die Milchbildung auf jeden Fall an. Also ist es einen Versuch wert. Ja, ich hoffe, ihr konntet mit dem Rezeptvideo etwas anfangen. Ich habe es extra kurz und knackig gehalten und freue mich über eure Kommentare. Wenn es gewirkt hat, lasst es mich wissen. Also bei mir auf jeden Fall ist da wirklich mehr Milch da gewesen, wenn ich das getrunken habe. Und ich schwöre drauf. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag. Bis bald. Tschüss.